Ein stolzer Bürgermeister präsentierte gemeinsam mit U19-Teamchef Manfred Zack das große Sportereignis im Juni 2013, die Europameisterschaftsqualifikation der U19 im Fußballstadion in Dreiskirchen. Ich freue mich persönlich sehr, dass wir das zusammengebracht haben, dass wir da in Dreiskirchen spielen, weil, wie ihr vielleicht alle wisst, bin ich ja Dreiskirchener und deshalb ist es für mich sehr angenehm, hier in der eigenen Stadt zu spielen. Zum einen, das Ziel ist ganz klar die Europameisterschaft, die Qualifikation dafür. Für das werden wir alles tun. Es wird, wie Sie schon gesagt haben, extrem schwer. Aber ich werde die Spieler so vorbereiten, dass sie über die Gegner Bescheid wissen. Wir haben einige Videos, wo wir sie anschauen können, wo man schon einiges sehen kann. Und ja, die Wahrheit ist dann am Platz. Und ich glaube, wenn meine Spieler von der körperlichen Konstellation her nicht zu müde sind nach der Meisterschaft, dann haben wir wirklich gute Chancen, dass wir ganz vorne mit dabei sind. Ich glaube auch, dass es für die Gemeinde eine tolle Sache ist, denn drei solche Spiele werden sie wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht unbedingt schnell wieder daherbringen. Ich bin sehr stolz, dass ein Dreiskirchner, der Manfred Zack, hier der Teamtrainer ist. Und bin sehr zuversichtlich, obwohl es eine sehr schwere Gruppe ist. Ich glaube, dass wir da auch erwähnt haben. Aber ich bin froh, dass Dreiskirchen ausgewählt wurde. Das zeigt auch die gute Infrastruktur. Wir haben hier eine ausgezeichnete Sportanlage für viele Sportarten, aber natürlich Fußball ist einer der Schwerpunkte. Und wir werden ja heuer noch im Sommer einen neuen Kunstrasenplatz bauen, um hier auch bei Schlechtwetter die Trainingsmöglichkeit zu schaffen. Und darüber hinaus, Sie sehen die viele Jugend, die sich hier bewegt, zwei zusätzliche Jugendspielplätze und einen öffentlichen freien Fußballspielplatz, wo so alle, die nicht bei einem Verein sind, auch zu jeder Zeit spielen können. Die Jugendarbeit funktioniert ausgezeichnet, wie man sieht, aber nicht nur im Fußball, sondern ich glaube in allen Sportarten. Wir sind ja hier sehr breit aufgestellt und alle Vereine haben regen Zulauf der Kinder. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass diese U19-Qualifikation auch heuer in Dreiskirchen ist, weil ich glaube, das ist sowohl für die Kinder, die bereits sportlich aktiv sind, als auch für die, die es vielleicht noch nicht sind, ein zusätzlicher Motivationsschub zum Sport zu kommen. Wir werden mit vereinten Kräften alles versuchen, dass wir den Weg zur Europameisterschaft schaffen. Es wird extrem schwer, denn die Gegner mit Bosnien-Herzegowina, Schweden und Frankreich sind eigentlich in Europa ganz, ganz vorne dabei. Wie stellt man jetzt so eine junge Mannschaft auf so ein wichtiges Turnier ein? Das ist eigentlich gar nicht so schwer, denn die Spieler wissen ganz genau, wenn sie das schaffen, zur Europameisterschaft zu fahren, dann stehen sie dort in der Auslage, es sind zig Scouts auf der Tribüne, die beobachten die Spieler. Und wenn sie dort gut spielen, dann haben sie sicher eine Chance, zu irgendeinem großen Club in Europa zu kommen. Und das wissen die Spieler ganz genau und deshalb ist die Motivation gar nicht so schwierig.